Hallo Freunde der gepflegten Radsportunterhaltung, mein Name ist Christoph und ich hoffe, euch geht es gut. In diesem Video geht es um die 10. Etappe der Tour de France 1997, die am 15. Juli ausgetragen wurde. Heute geht es von Bagnères de Luchon in den Pyrenäen nach Arcalis in Andorra. In Andorra haben wir die erste Bergankunft dieser Tour de France und mit 252,5 Kilometer ist es die drittlängste Etappe dieser Rundfahrt. Wenn wir uns das Etappenprofil angucken, erkennen wir schnell zwei Teile. Der erste Teil besteht aus drei kategorisierten Bergwertungen, die nicht besonders hoch, aber durchaus steil sind. Und einen zweiten Teil, der ab Kilometer 137 beginnt, mit dem Bordant-Valira und Arcalis, die über 2000 Meter hoch sind, und einer leichteren Bergwertung, die nur knapp unter 2000 Meter liegt. Hier sind wir also ganz deutlich im Hochgebirge. Man kann diese Etappe als die sogenannte Königsetappe dieser Tour de France bezeichnen. Und hier ist nochmal die Gesamtwertung von vor der Etappe. Vasseur hat nur noch 13 Sekunden Vorsprung auf Jan Ullrich. Heute wird es für ihn wohl der letzte Tag in Gelb sein. Orlano, der gestern schon Zeit verloren hat, ist immer noch auf Platz 3. Hies und Virac sind gleich auf. Pantani, der gestern Dritter wurde, ist mit einem Rückstand von 4 Minuten und 34 Sekunden auf Platz 15. Und dann geht es auch schon los mit der Etappe. In Bagnères de Luchon starten wir und wir sehen wieder viele Fans, die gekommen sind, obwohl das Wetter noch eher ungemütlich ist. Es ist zwar klar, aber es ist noch ziemlich kalt. Wie auch die gestrige Bergetappe beginnt diese Etappe erstmal mit einer Sprintwertung, die sich bei Kilometer 18,5 befindet. Bis zur Sprintwertung geht es erstmal sehr gemütlich voran. Bis auf einmal Terry, Gouverneur von Team Big Matt, Auber 93, das Tempo anzieht, versucht alle zu überraschen und attackiert. Zabel ist der Einzige, der reagiert und hinterherfährt. Zabel holt auf und Gouverneur scheint die Kraft zu verlieren. Gouverneur scheint die Kraft zu verlieren, als Zabel immer näher kommt und lässt dann rollen, als er einsieht, dass er gegen Zabel keinen Schnitte hat. Zabel baut damit seinen Vorsprung weiter aus, da keiner seiner direkten Konkurrenten im Kampf um das Punktetrikot punkten konnte. Falls euch der Name Thierry Gouverneur etwas sagt, er blieb als Fahrer ohne nennenswerte Erfolge, außer einem Etappenerfolg bei der Tour de Normandie, aber er ist heutzutage bei der ASO beschäftigt und dort der technische Direktor der Tour de France, damit verantwortlich für die Strecke und auch Sportdirektor von zum Beispiel Paris-Roubaix. Bis jetzt gibt es noch keinen Ausreißversuch, wohl auch, weil die Etappe noch ziemlich schwer werden wird und wohl auch, weil sich das Fahrerfeld abgesprochen hat, bis zum Col de Porte d'Aspe zusammenzubleiben. Also deswegen geht es bis zur ersten Bergwertung vom Hauptfeld noch sehr gemäßigt voran, bis kurz vor der Kuppe Prochard attackiert und gleich von Ries markiert wird. Richard Virat und Hervé folgen. Pierre Ries lässt sich zurückfallen, als er erkennt, dass keine weiteren Fahrer mitspringen und an der Bergwertung ist er auch nicht sonderlich interessiert und es wird heute auch noch ein ziemlich anstrengender Tag. Und so läuft es wie bei den meisten Bergwertungen der letzten Tage. Festina ist mal wieder mit mehreren Fahrern als erstes über den Berg. Prochard ist Erster und Virat ist Zweiter. Damit bauen die beiden ihre Führung in der Bergwertung weiter aus. In der Abfahrt kommt das Feld natürlich wieder zusammen. Prochard wollte auch gar nicht ausreißen, sondern nur durch einen kurzen Bergsprint sich die 10 Punkte sichern und dadurch hat er einen kleinen Abstand zum Hauptfeld. Auf dem Weg zum Col de Port-Aspe ist das Tempo noch moderat. Gemeinsam kommt das Feld am Denkmal von Fabio Castatelli an, der dort 2 Jahre vorher beim schweren Sturz verstarb. Das Fahrerfeld macht Halt und dort treffen sie auf die Familie und Hinterbliebenen von Fabio Casatelli. Eine schöne Geste mit vielen Umarmungen und Emotionen. Fabio Casatelli war am 18. Juli 1995 in der Abfahrt bei einem Massensturz gestürzt und mit dem Kopf gegen einen Begrenzungsstein geprallt. Er konnte zwar von Ärzten wiederbelebt werden, starb aber kurz später im Krankenhaus von Tarbes. Wie es für Radprofis üblich war, trug er keinen Helm. Viele Fahrer lehnten Helme ab, da sie an heißen Sommertagen als zu warm und ungemütlich empfunden wurden. Fabio Casatelli wurde nur 24 Jahre alt. Bilder vom Unglück werde ich hier nicht zeigen. Wer mehr dazu lesen will, ich habe 2 Artikel zu dem Unfall in die Videobeschreibung gepackt. Er ist bis heute der 3. und letzte Todesfall eines Fahrers bei einer Tour de France. Richard Virac gewann damals als Ausreißer die Etappe. Er erfuhr erst hinter der Ziellinie von dem Todesfall und brach unter Tränen zusammen. Ein gewisser Lance Armstrong und Teamkollege von Casatelli gewann 3 Tage später die 18. Etappe und widmete seinem Sieg mit Finger in den Himmel Casatelli. Das ist eine von 2 Tour-de-France-Etappensiegen, die Lance Armstrong nachträglich nicht aberkannt wurden. Erst 8 Jahre später entschloss sich die UCI dazu, eine Helmpflicht einzuführen, kurz nachdem Andrei Kivilev bei Paris-Nizza tödlich verunglückte. Zurück zum Rennen. Festina will auch diese Bergwertung und macht Tempo für Prochard. Zudem sehen wir auch das Team Gunn an der Spitze mit Vasseur, der immer noch Träger des gelben Trikots ist. Wir sind jetzt schon fast bei Kilometer 49 und kurz vor der Bergwertung der 2. Kategorie sehen wir wieder das alte Spiel. Prochard und Festina machen vor der Bergprüfung das Tempo und Prochard kann fast ungefährdet als Erster über die Linie fahren und auch Virac wird wieder Zweiter. Bei der Abfahrt gibt es einen kleinen Ausreißversuch vom gestrigen kämpferischsten Fahrer Hervé.
der als Dritter über den Gipfel gefahren ist und danach einfach ein bisschen Gas gibt. Und so erlangt er ein paar Meter Abstand zum Hauptfeld. Er versucht in der Abfahrt, sich weiter abzusetzen, wird dann aber kurze Zeit später wieder gestellt, sodass das Feld gemeinsam zum zweiten Zwischensprint fahren kann. Das Tempo ist weiterhin nicht besonders hoch, bis es dann bei Kilometer 82 zum Zwischensprint kommt. Erik Zabel hat dieses Mal einen Anfahrer, der den Sprint für ihn vorbereiten soll. Und Erik Zabel ist weiterhin in einer sehr guten Form. Und Erik Zabel bedankt sich für die Arbeit mit einem weiteren Sieg im Zwischensprint und weiteren 6 Punkten, die er wieder ganz deutlich und überlegen einfährt. Und auch in diesem Zwischensprint gehen die Plätze 2 und 3 an Fahrern, die keine direkten Konkurrenten von Erik Zabel sind. Das heißt, die 6 Punkte zählen nochmal ein bisschen mehr. Nach dem Sprint geht es gleich wieder hoch zum nächsten Berg, wieder Kategorie 2, hoch auf 1245 Metern. Und wem dieses Video gefällt, der drückt doch den Daumen nach oben und abonniert den Kanal, das würde mir sehr, sehr helfen. Danke. Es gab leichte Kritik an meiner französischen Aussprache, das tut mir natürlich leid für jeden, der unter meiner Aussprache zu leiden hat. Ich versuche es natürlich besser zu machen, nur leider habe ich kein Französisch gelernt und auch die Aussprache von manchen Fahrern unterscheidet sich deutlich davon, in welcher französischen Region man herkommt. Ich habe hier mal 2 Beispiele von Richard Virenque. Richard Virenque. Das macht es für mich nicht unbedingt leichter, aber ich gebe mein Bestes. Wir sind jetzt in der Steigung zum Col de Port, einem Berg der 2. Kategorie. Festina macht mal wieder das Tempo. Sie wollen das Rennen hart machen und zum anderen wollen sie jetzt noch keine Ausreißer zulassen, um sich die Bergpunkte zu holen. Festina schafft es wieder mit Prochard als erster oben zu sein, dicht gefolgt von Richard Virenque, der den Bergpreis auch schon die letzten 3 Jahre zuvor gewonnen hat bei der Tour de France. Bei der Abfahrt geht es jetzt los mit den ersten Ausreißversuchen und mit dem, was ich zu Beginn der Folge gesagt habe, dem zweiten Teil dieser Etappe. Vorher war es eher ein Vorgeplänke und nun geht es an die richtigen Berge. Jetzt ist die Straße entweder ein Anstieg oder eine Abfahrt, aber kaum noch ein weiterer flacher Meter. Und jetzt entsteht auch ein harter Kampf um die Ausreißertruppe des Tages. Die heutige Bergetappe ist durchaus dafür geeignet für einen Ausreißersieg. Wenn die Ausreißer vor der letzten Steigung genug Vorsprung auf das Peloton aufgebaut haben, ist ein Sieg nicht unwahrscheinlich. Auch immer wieder versuchen es Fahrer von Festina in den weiß-blauen Trikots sich abzusetzen, manchmal auch öfters. Festina will natürlich weitere Punkte im Kampf um die Bergwertung sichern, natürlich aber auch um Relais- bzw. Satellitenfahrer vorne in den Ausreißergruppen zu platzieren. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es sehr viele Angriffe, die aber sehr schnell vom Feld wieder zurückgeholt werden und dann von anderen Fahrern gekontert werden. Mitunter greifen manche Fahrer, kurz bevor sie eingeholt werden, auch noch ein zweites Mal wieder an. Und auch hier sieht man wieder, der Fahrer wurde eingeholt, greift dann wieder an und wird halt schnell wieder eingeholt. Es dauert eine Zeit lang, bis sich eine größere Gruppe bildet, die eine reelle Chance hat, wegzukommen. Hier sind jetzt 3 Fahrer, die eine Straßenwelle ausgenutzt haben, um einen kleinen Abstand aufzubauen, und von hinten fährt ein weiterer Fahrer auf die Gruppe auf. Im Hintergrund sieht man zusätzlich, wie eine weitere Gruppe sich vom Hauptfeld lösen konnte und ihn hinterherfährt. Nur offenbar ist die Truppe mit der Konstellation nicht sonderlich zufrieden und arbeitet nicht gut zusammen. Von der Größe müsste sie gegebenenfalls eine Chance haben, und Festina hat sogar einen Fahrer vorne drin, was bedeuten würde, dass eines der stärksten Teams dieser Tour de France keine Verfolgungsarbeit leisten würde. Aber offenbar sind die einzelnen Interessen der Teams, die vorne sind, nicht miteinander kompatibel und so will keiner an der Spitze arbeiten und alle lassen nur die Beine hängen und gucken sich um. Eine Verfolgergruppe, die nur ein paar Meter vor dem Hauptfeld ist, fährt auf die Ausreißer auf, die kaum noch Gas geben und greift direkt an. Mit dabei ist diesmal auch ein Telekom-Fahrer, um das Team Telekom ein bisschen bei der Verfolgungsarbeit zu entlasten. Ein Teil der vorherigen Gruppe reagiert auf den Angriff, springt mit und es bildet sich eine neue Gruppe. Auch diese Gruppe arbeitet nicht gut zusammen und so wird selbst aus der kleinen Gruppe angegriffen und ein Fahrer versucht es allein. Es ist der Franzose Kyrill Sorgain von Cofidis. Auf diesen Angriff reagiert die Gruppe erst einmal nicht, bis auf einen weiteren Franzosen, Pascal Chanteur von Casino, der auch aus der Gruppe angreift und versucht, auf Sorgain aufzuschließen. Ihm gelingt es auch nach kurzer Zeit. Sie haben einen kleinen Vorsprung, aber das Peloton lässt sie nicht wegkommen. Währenddessen wird die Verfolgergruppe vom Hauptfeld gestellt und kurz darauf auch die 2 Ausreißer. Das Hauptfeld fährt erstmal eine kurze Zeit zusammen, bis es wieder einen neuen Ausreißversuch in einer leichten Steigung gibt. Der Franzose Christophe Rinero von Cofidis greift an und gewinnt einen kleinen Vorsprung. Arturas Tasputis von Casino und der Mexikaner Miguel Arrojo von Big Mart gehen mit und schaffen es aufzuschließen. Sie sind nun eine gute, zusammenarbeitende Dreiergruppe, die bereits einen kleinen Vorsprung auf das Hauptfeld herausgefahren haben. Und der Vorsprung wächst weiter. Gunn ist mit der Situation überhaupt nicht zufrieden und stellt einen Fahrer nach vorne, um die Ausreißer wieder zurückzuholen. Die anderen Teams sind im Gegensatz zu Gunn aber mit der Rennsituation zufrieden. Und so wächst der Vorsprung der Ausreißergruppe langsam an. Festina und Telekom haben es beide nicht geschafft, einen Fahrer nach vorne zu bringen, aber weil auch der Konkurrent es nicht geschafft hat, können beide damit gut leben. Christophe Rinero kann das Tempo nicht mehr mithalten und muss reißen lassen. So sind nur noch 2 Fahrer ganz vorne. Rinero hat wohl zu viel Kraft gelassen bei der Etablierung der Gruppe.
Telekom führt die Truppe an, ohne dabei wirklich ein sehr hohes Tempo vorzulegen. Laurent Bouchard hat einen Platten, das ist ganz schlecht für ihn und Festina. Er fällt jetzt erst einmal zurück und wenn der Rückstand zu groß ist, könnte er auch Probleme haben in der Abfahrt und dadurch würde er seinem Team beim Rest dieser wichtigen Etappe komplett als Helfer fehlen. Das niedrige Tempo des Peloton sorgt dafür, dass erst Peter Meinert-Nielsen, der Däne aus dem US Postal Team, einen Ausreißversuch startet und dann auf einmal ganz viele andere auch. Er wird erst von zwei Fahrern eingeholt und dann abgehängt. Der Onze-Fahrer ist Laurent Chalbert. Nun reißt auch das Hauptfeld ganz auseinander. Dadurch entsteht eine große Gruppe. Sie arbeiten jedoch wieder nicht miteinander zusammen und lassen sich deshalb einholen. Aber gerade als die Truppe eingeholt wird, gibt es eine neue Attacke. Unter ihnen ist wieder der Däne aus dem US Postal Team und er sorgt wieder dafür, dass sich eine etwas größere Gruppe bildet. Diese Gruppe arbeitet aber genauso wie die anderen Gruppen vorher nicht gut zusammen. Keiner macht die Führungsarbeit und deswegen wird sie dann auch kurz danach wieder eingeholt. Aber Peter Meyer-Nielsen schafft es, sich von der kleinen Gruppe nur ein bisschen abzusetzen und einen kleinen Vorsprung rauszufahren. Aber auch er wird sofort wieder eingeholt. Nun übernimmt Telekom die Führungsarbeit, um ein wenig Ruhe reinzubekommen und um das Hauptfeld wieder zu kontrollieren. Peter Meyer-Nielsen greift ein weiteres Mal an. Er holt ein paar Meter raus, es folgt ihm aber keiner. Und so lässt er das Feld wieder heranrollen. Aber Peter Meyer-Nielsen hat noch Kraft und deshalb versucht er es ein weiteres Mal. Dieses Mal folgt ihm ein Onze-Fahrer und dicht dahinter folgt auch schon das Hauptfeld. Und somit ist der Fluchtversuch auch beendet. Zeitgleich wird auf der rechten Bildschirmseite Christoph Rinerot vom Hauptfeld eingeholt. Die ganzen Fluchtversuche haben das Tempo im Hauptfeld ansteigen lassen und damit ist der Vorsprung der Fluchtgruppe etwas gesunken. Jetzt gehen wir in den steilen Teil hoch zum Bordon-Valira, einem Berg der ersten Kategorie und mit 2407 Meter ist es der höchste Punkt der diesjährigen Tour de France, im sogenannten Dach der Tour. Es befinden sich nicht mehr alle Fahrer in der Hauptgruppe und eine zweite Gruppe hat sich gebildet. Dort befindet sich das grüne Trikot, da das Tempo für die Sprinter im Berg einfach zu hoch ist, und das Bergtrikot. Bouchard war aufgrund eines Plattenreifens zurückgefallen. Das macht die Verteidigung des Bergtrikots heute für ihn zu einer deutlich schwereren Aufgabe. Nun sehen wir auch Festina wieder vorne, die Tempo machen wollen und es wirkt sich aufs Feld weiter aus. Der Träger des gelben Trikots hat Probleme und verliert den Anschluss zu den Favoriten. Er kann wohl in der Abfahrt zurückkommen, aber wenn er jetzt schon Probleme hat, wird er heute das Trikot mit Sicherheit nicht verteidigen können. Wir haben jetzt ein typisches Ausscheidungsrennen, das Hauptfeld dichtet sich und die zweite Gruppe wird immer größer. Der Vorsprung der Ausreißer schrumpft durch das erhöhte Tempo des Hauptfeldes mit der Führungsarbeit von Festina deutlich. Die Ausreißer werden gestellt und gleich durchgereicht. Festina leistet weiterhin viel Arbeit vorne. Jan Ullrich sieht man wie schon gestern immer vorne im Hauptfeld, aber Pierre Ries ist heute am Ende der Führungsgruppe. Und dann auf einmal sehen wir eine Attacke von Laurent Jalabert. Der Angriff wird vom Hauptfeld pariert, aber Jalabert hat Kraft und will es heute wissen und versucht es gleich nochmal. Offenbar hat er einen sehr guten Tag. Die zweite Attacke von Jalabert versucht Virat auszunutzen und greift auch an. Dieser Angriff ist nicht besonders intensiv und das ganze Feld kommt hinterher. Festina macht das Rennen jetzt richtig schnell, da ist richtig Wut auf den Pedalen. Sie verschärfen das Tempo und alle müssen kämpfen, um mitzuhalten. Das Feld wird ganz lang gezogen. Ullrich kann mitgehen, aber Pierre Ries schafft es nicht und ein großer Teil der anderen Fahrer auch nicht. Man sieht, es bildet sich eine Spitzentruppe. Festina hat es geschafft, sie haben die Truppe gesprengt und sie sind mit zwei Fahrern vorne vertreten. Pierre Ries ist wie schon die Tage zuvor nicht in der besten Form und muss ziehen lassen. Damit ist Ullrich isoliert. Casagrande in der Gruppe und Escartin ist nur ein paar Meter dahinter. Pantani ist auch abgehangen, kann es aber vielleicht noch schaffen, zurückzukommen. Und ja, Pantani schafft es zurück in die Spitzentruppe. Jan Ullrich schaut sich immer wieder nach Ries um und übernimmt keine Tempoarbeit in der Gruppe. Das Tempo in der Führungsgruppe lässt dadurch nach, und weil nun eine kurze Flachpassage kommt, schaffen es Ries und weitere Fahrer wieder zurück zur Spitzengruppe zu fahren. Festina macht weiter Tempo, vor allem durch den Schweizer Laurent Dufargue. Virat erklärt die Taktik so. Das war eine schwere Etappe. Ich kannte die Strecke gut und wir bei Festina hatten beschlossen, diese Etappe den ganzen Tag über hart zu gestalten. Es gab also ein schnelles Rennen. Kurz vor dem Gipfel lässt sich Jan Ullrich etwas zurückfallen. Aber keine Sorge, es ist Schwächephase, sondern er bespricht sich nur mit seinem Sportdirektor Walter Gorde vor Ort. Aus heutiger Sicht wissen wir wohl, dass Jan Ullrich dort wohl die Freigabe bekommen hat, heute für sich zu fahren. Ries wurde eben gerade schon abgehangen und hat damit gezeigt, dass er heute nicht in der Lage ist, mit den Besten mitzuhalten. Ganz im Gegensatz zu Jan Ullrich, der heute in Topform zu sein scheint. Es geht über den Gipfel und wieder schnappt sich Festina die meisten Punkte. Virat ist Erster und hält 30 Punkte für den Berg der ersten Kategorie. Damit übernimmt er die Führung in dieser Wertung. Sollte er heute auch das gelbe Trikot erlangen, hat Bouchard als Zweiter die Möglichkeit, es als Stellvertreter zu tragen und somit hätte Festina zwei Wertungstrikots. Bei der Abfahrt kommt es zu einem Angriff von Jalabert, der sich etwas vom Hauptfeld entfernen kann.
Eine zweite Gruppe, angeführt von Gunn, die Vasseur wieder zurückbringen wollen, schaffen es nicht in der Abfahrt, aber am Anfang der Steigung dennoch zurückzukommen. Cedric Vasseur gibt sich heute nicht geschlagen und will das Trikot noch einmal verteidigen. Das wird für ihn mit dem durch gestern geschrumpften Vorsprung natürlich sehr schwer. Er wird weiterhin von den Klassementfahrern nicht als Bedrohung angesehen, denn sie lassen ihn immer wieder leicht zurückkommen. Andernfalls würden die wohl deutlich mehr Tempo machen, auch in den Abfahrten. Lauren Charles-Mer wird nun vom Hauptfeld eingeholt, das aber gar nicht so schnell fährt, da auch Vasseur gerade zurückkommt. Das Tempo ist nicht so hoch und deshalb kommt es, wie man oben in der Ecke sehen kann, zu einer Attacke. Jean-Philippe Doivar von Mutuelle Saint-Emane. Er schafft es wegzukommen und keiner ist wirklich daran interessiert, ihn einzuholen, da der Weg bis zum Ziel noch lang ist und er in der Gesamtwertung schon mehr als 20 Minuten Rückstand hat. Jetzt geht es mit den Attacken im Hauptfeld richtig los. Festina will es nun richtig schwer machen. Es gibt die erste Festina-Attacke von Defoe, die erstmal nur Ulrich, Casagrande und Virenque ohne Probleme mitgehen können. Von hinten kommt Pantani hinterher, der immer ein wenig braucht bei Tempoverschärfung. Didi Senf treibt den Führenden an. Zu dieser Zeit war der Teufel noch deutlich dynamischer als heutzutage. Das liegt wohl auch daran, dass er damals noch 45 Jahre jung war. Als Richard Virac Didi Senf sieht, startet er seinen Angriff. Ulrich ist sofort am Hinterrad, dahinter Defoe und Casagrande. Virac hält das Tempo, nachdem er von Ulrich eingeholt worden ist, aber nicht weiter hoch und so kommt die ganze Gruppe wieder zusammen. Und jetzt lässt auch Pantani für sich Tempo machen. Das heißt wohl, dass Pantani heute auch einen guten Tag hat. Doivar ist mit einem Vorsprung von ungefähr 25 Sekunden als erster oben und damit ist zum ersten Mal heute keiner vom Team Festina derjenige, der oben als erster am Gipfel ist. Und auch im Bergsprint um Platz 2 verliert Virac gegen Pantani, der wohl offenbar auch Ambitionen auf das Bergtrikot hat. Jetzt geht es auf die letzte längere Abfahrt dieser Etappe. Und dann geht es auch hoch zur Skistation von Arcalis, worauf wir den ganzen Tag drauf gewartet haben. Zuletzt ist die Tour de France 1964 dort hochgefahren. Aber von dieser Seite ist es das erste Mal, also von Ordino nach Arcalis. Die durchschnittliche Steigung beträgt nur 4,5%. Das liegt aber vor allem an dem Anfang der Steigung mit noch niedrigen Steigungswerten. Im späteren Teilstück der Steigung gibt es Abschnitte mit über 10% Steigung. Es ist einer der beliebtesten Berge für Radsportler in Andorra. Das Tempo im Hauptfeld ist während der Abfahrt und kurz danach nicht sonderlich hoch. Deshalb schafft es Vasseur ein weiteres Mal heute wieder zurück zur Gruppe der Besten. Doivar hat einen Vorsprung von über einer Minute, aber der Berg ist noch lang und es kann noch viel von hinten kommen. Auch wenn das Tempo zurzeit von der Hauptgruppe nicht sonderlich hoch ist. In einem kurzen Abschnitt, in dem es eine leichte Abfahrt gibt, greift der Träger des gelben Trikots Cedric Vasseur an. Er konnte in keinem der längeren Steigungen mithalten, heute oder gestern, und jetzt versucht er den Rückstand, den er sicherlich oben bekommen wird, dass er jetzt in die Attacke geht. Die Favoritentruppe ist durch den Angriff eher unbeeindruckt und lässt ihn fahren, was dazu führt, dass andere Fahrer aus dem dezimierten Hauptfeld angreifen. Es ist Marco Fincato vom Team Roslotto. Der Schweizer Meister Oskar Kemmensind löst sich nun auch vom Hauptfeld und greift an. In der Favoritengruppe will gerade niemand die Verantwortung übernehmen und das Tempo machen. Die schauen sich alle gegenseitig an, bis Jan Ulrich sich entscheidet, an die Spitze des Feldes zu gehen und die Führungsarbeit zu leisten. Der Führende durchschreitet nun die Markierung für die letzten 10 Kilometer. Der Abschnitt zwischen Kilometer 10 und 4 ist der steilste dieses Berges. Hier kann man viel Zeit gewinnen, aber auch viel verlieren. Jan Ulrich greift nun in der Kurve an und nur Francesco Casagrande kann das Tempo mitgehen, aber die Truppe wird von Festina wieder zurück zu den beiden geführt. Ulrich bleibt aber weiterhin vorne und hält das Tempo weiterhin hoch. Das Hauptfeld ist jetzt wie an einer Schnur ganz lang gezogen. Manche können diesem Tempo schon nicht mehr folgen und müssen reißen lassen. Während Ulrich weiter Tempo macht, sehen wir, wie Casagrande an Ulrichs Hinterrad klebt. Ries ist auch vorne mit dabei und Virac versucht, sich nach vorne zu arbeiten. Hinten scheint die Gruppe zu zerreißen, da das Tempo für viele viel zu hoch ist. Das Tempo ist hoch, aber Ulrich sitzt immer noch locker im Sattel. Es sind noch ungefähr 9 Kilometer bis zum Gipfel des Berges. Der Schweizer Kemmensind mit dem Spitznamen Ösi wird gerade von Ulrich eingeholt. Als Ulrich überraschend aus der Kurve heraus beschleunigt, das Tempo verschärft und sie so schnell einen kleinen Vorsprung von ein paar Metern aufbaut. Er geht aus dem Sattel und beschleunigt weiter. Nur Richard Virac kann mitgehen, hat aber weiterhin ein paar Meter Rückstand auf Ulrich. Virac weiß, er muss an Ulrich dranbleiben und der Abstand beträgt auch nur ein paar Meter. Jan Ulrich aber erhöht nochmal das Tempo, als es gerade sehr steil ist und der Vorsprung zu Richard Virac wird noch etwas größer. Ulrich zieht an Vasseur und Fincato ganz locker vorbei. Das ist gleichbedeutend mit dem Verlust des gelben Trikots von Vasseur. Und jetzt kurz mal der Originalton. Jetzt räumt Ulrich richtig auf hier. Fährt jetzt vorne raus, gerade eben hat er auch Cedric Vasseur passiert und natürlich auch nicht Marco umgucken, Fincato. Nicht umgucken, Jan, nach vorne, und nach vorne, nach vorne. Unterlenker fahrend, Jan Ulrich, die Startnummer 8, Team Deutsches Telekom, fährt jetzt hinauf. Richard Virac wird von Marco Pantani eingeholt und beide hängen Fincanto ab, der vorher versucht hat,
sich von Virac nach vorne bringen zu lassen. Die anderen Fahrer aus der Favoritentruppe sind deutlich weiter zurück und schaffen es auch nicht, zu Pantani und Virac aufzuschließen. Unter ihnen sind Ries, Orlano und Casagrande. Es zeigt sich, was wir schon in der 9. Etappe gesehen haben. Ulrich, Pantani und Virac sind bei dieser Tour klar die Stärksten. Und Ulrich ist von den dreien heute der Stärkste und vielleicht auch über die gesamten drei Wochen. Ich erinnere mich im Schlussanstieg an eine Attacke von Jan, die uns zunächst überrascht hat. Jan ist einfach losgefahren und wir haben ihn nicht wiedergesehen. Jan Ulrich fährt mit einer überragenden Position, die sehr aerodynamisch ist wie ein Zeitfahrer. Heutzutage sieht man so einen Fahrstil von Remco Evenepoel. Ulrich fährt locker an dem vorher führenden Doivai vorbei. Doivai ist richtig am Leiden, aber Jan Ulrich sieht immer noch sehr entspannt aus. Jan Ulrich ist damit jetzt der Führende dieser Etappe und hat die besten Chancen, diese Etappe auch zu gewinnen. Jan Ulrich fährt mit seiner typischen Fahrweise mit einer für Radsportler geringen Trittfrequenz und vieles kommt über eine immense Kraft, die er in den Oberschenkeln und Hüftbereich besitzt. Jan Ulrich hat jetzt schon mehr als 30 Sekunden Vorsprung auf Virac und Pantani. Und es sind auch nur noch 5 Kilometer zu fahren bis zum Ziel. Das heute könnte schon die Vorentscheidung in der Tour de France sein. Jan Ulrich hatte, bevor es in die Berge ging, auf Virac 1 Minute 30 und auf Pantani 4 Minuten 21 Zeitvorsprung. Da die beiden es nicht immer geschafft haben, auch aufgrund von Massenstürzen, die sie aufgehalten hatten, mit dem Peloton ins Ziel zu kommen. Zudem ist Jan Ulrich der beste Zeitfahrer der dreien und es gibt noch 113,5 Kilometer Einzelzeitfahren. Jan Ulrich fährt nun am weißen Pressezelt vorbei, unten vor den Serpentinen, für die dieser Berg so bekannt ist, wie man es jetzt auch gleich sehen kann. Es sind jetzt etwa noch 4 Kilometer bis zum Ziel. Die letzten 4 Kilometer dieser Steigung sind nicht mehr ganz so steil wie zuvor, aber es sind immer noch durchschnittlich 5%, die es zu bewältigen gibt. Das kommt natürlich Ulrich entgegen mit seiner super aerodynamischen Position. Er fährt jetzt ein ganz starkes Bergzeitfahren die Serpentinen hoch. Die zwei Verfolger Pantani und Virac kommen mit einem Rückstand von mehr als einer Minute am Pressezelt vorbei. Jan Ulrich fährt alleine vorne ein ganz starkes Rennen und kann seinen Vorsprung auf die beiden Verfolger noch weiter ausbauen. Und die beiden Verfolger schaffen es nicht in Zusammenarbeit, Jan Ulrich noch irgendwie gefährlich zu werden oder ihm irgendwie noch Zeit wegzunehmen, beziehungsweise den Rückstand zu verringern. Jan Ulrich ist beim Teufelslappen der Flamme Rouge. Er hat es geschafft, nur noch 1 Kilometer. Sein zweiter Angriff hatte Erfolg, keiner seiner Konkurrenten kam hinterher und jetzt fährt er im Solo zu seinem ersten Etappensieg bei einer Tour de France entgegen und das dann gleich auch bei der Königsetappe. Im Alter von 23 Jahren gewinnt er nicht nur die Etappe, sondern fährt auch noch ins gelbe Trikot des Gesamtsiegers. Und jetzt nochmal der Originalton von Eurosport. 2240 Meter hoch, die letzte Kurve, die letzte kleine Kurve, da hinten geht es nicht mehr weiter. Sackgasse seit heute Morgen, seit 7 Stunden, 45 Minuten und 20 Sekunden ist er unterwegs. Jan Ulrich in Gelb, morgen auf der 11. Etappe von Andorra nach Perpignan. Er ist gleich oben, er wird jetzt vielleicht nochmal den Reißverschluss hochziehen, jawohl, das macht er. Jan Ulrich im Ziel für eine große Karriere, ein weiterer Schritt in Richtung Sieg, Tour de France 1997, gibt nochmal Gas, spurtet nochmal um die letzten Sekunden, er ist drin, das hat er, das gelbe Trikot, 7 Stunden, 45 Minuten, die Zeit läuft mit den Sekunden, aber die spielen wohl jetzt keine allzu große Rolle mehr für den 23-jährigen deutschen Meister aus Rostock. Ich sag's nochmal, er siedelte über nach Hamburg, um dort zu trainieren, jetzt wohnt er in Merdingen am Thuniberg, heute der Mann in Gelb und natürlich auch morgen, er ist im Ziel, Jan Ulrich. Mit einem Stundenmittel von 32,5 Kilometer. Und ich kann nur großes Bravo sagen. Ich kann nur Marco Pantani und Richard Virac kommen mit einem Rückstand von 1 Minute und 8 Sekunden ins Ziel. Als Vierter kommt Francesco Casagrande mit 2 Minuten und 1 Sekunde Rückstand ins Ziel. Piane Ries als Fünfter mit 3 Minuten und 23 Sekunden Rückstand. Sechster wird Laurent Dafoe mit einem Rückstand von 3 Minuten und 27 Sekunden. Jan Ulrich ist heute ein super starkes Rennen gefahren. Er war bei jeder Attacke von Festina hellwach und konnte immer auf jede Attacke antworten. Als ihm dann die Freigabe erteilt wurde, frei zu fahren, hat er durch seine zweite Attacke im schwersten Abschnitt des Berges seinen ganzen Konkurrenten abschütteln können und dann durch seine Zeitverkünste den Vorsprung weiter ausbauen können. Ein hochverdienter Sieg von Jan Ulrich und er hat nun auch die besten Chancen, diese Tour zu gewinnen, auch aufgrund seiner starken Zeitverkünste. Und trotzdem ist die Tour noch lange und wer weiß, wie gut Jan Ulrich über die nächsten Etappen im jungen Alter den Druck standhalten kann, jetzt von allen Seiten attackiert zu werden. Und vielleicht hat er auch einmal einen schlechten Tag. Und hier nochmal die Top 10 der heutigen Etappe. Natürlich ganz vorne Jan Ulrich, dahinter Pantani, Virac, Casagrande, Ries, Defoe, Jimenez, Escatin, Orlano und zuletzt und auf Platz 10 Elli.
Die Gesamtwertung sieht nun folgendermaßen aus. Jan Ullrich ist vorne mit 55 Stunden und 54 Sekunden. Dahinter ist Richard Virag mit einem Rückstand von 2 Minuten und 58 Sekunden. Auf Platz 3 ist Abraham Olano mit 4 Minuten und 46 Sekunden Rückstand. Bjarne Riis ist Vierter und Marco Pantani ist Fünfter. Nach dem Rennen hat Jan Ullrich dieses Interview der Tagesschau gegeben. Ja, ich bin alleine weggekommen, habe gedacht, es reicht nicht. In der Bergwertung ist nun Richard Virag der neue Führende. Und das Team Festina Lotto sind die neuen Führenden in der Teamwertung. Erik Zabel hat seinen Vorsprung im grünen Trikot etwas ausbauen können mit den heutigen 2 Zwischensprint-Siegen. Jan Ullrich ist weiterhin Führender der Nachwuchswertung. Die Wertung hat er schon seit dem Prolog inne und er wird sie auch in dieser Tour nicht mehr abgeben. Das war's für heute. Die Etappe hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe euch natürlich auch. Wenn ja, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das würde mir auf jeden Fall sehr viel helfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei der 11. Etappe. Macht es gut. Tschüss.